Jessie Lintl vom Team Stronach, die Religionssprecherin. Hohes Haus. Wir wollen Muslime nicht unter Generalverdacht stellen, denn viele gläubige Muslime sind selbst erschüttert, dass Terrorgruppen den Islam als Rechtfertigung für ihre Gräueltaten missbrauchen. Wenn wir hier in der Aktuellen Stunde die Frage stellen, was wir in Österreich gegen die Dschihadisten tun können, muss man einmal grundsätzlich dazu feststellen, dass ein zentrales Problem die Nichtfassbarkeit des Islam ist. Ein Beispiel dazu. Als Christ ist man getauft und es ist ein verbrieftes Mitglied der Kirche. Auch das Konvertieren zum Judentum ist extrem aufwendig und kompliziert, aber dann ist man offiziell dabei. Im Islam gibt es keine offizielle Mitgliedschaft. Es reicht, ein formales, mündliches Bekenntnis vor anderen Muslimen auszusprechen. Dieses kann gar nicht abgelehnt werden. Es gibt keinen Zwang zur Registrierung, kein Aufnahmedokument der islamischen Gemeinde, nichts derartiges. Daher kann die islamische Glaubensgemeinschaft auch keine Angaben über deren Zahlenstärke geben, ist also in diesem Sinne nicht greifbar. Und deshalb ist eine Novellierung des Islamgesetzes auch problematisch, weil eben diese verschiedenen Glaubensrichtungen des Islam zahlenmäßig gar nicht erfassbar sind. Und eine Religionsfreiheit gilt bei uns hier in Österreich sowieso. Wir fordern daher die islamische Glaubensgemeinschaft auf, Verantwortung für extreme islamische Gruppierungen auch zu übernehmen. Denn sie hat das Insiderwissen, sie kennt ihre Leute und sie muss mit allen Mitteln versuchen, eine Radikalisierung junger Muslime in Österreich zu verhindern. Imame und muslimische Religionslehrer sind am nächsten an den Jugendlichen dran und haben dort die Möglichkeit, präventiv zu wirken. Es wundert schon, dass der Präsident der Islamischen Glaubensgemeinschaft, Dr. Fuad Sana, selbst in einem Profilinterview sagt, das war am 30. August 2014, also erst kürzlich, uns stehen 250 Moscheen nahe, 35 Fachvereine, 150 Kindergärten. Wir haben 575 islamische Religionslehrer und 66.000 Schülerinnen und Schüler. Aber auf die Frage, ob man in radikalisierten Kreisen auf ihn hört, sagt er, wir sind für sie Ungläubige. Sie reden nicht mit uns, sie grüßen uns nicht einmal. Sie laden uns auch nicht ein und wenn wir sie einladen, kommen sie nicht. Und deshalb keine Novellierung des Islamgesetzes, keine weiteren Zugeständnisse an eine Glaubensgemeinschaft, die ihre eigene Bekenner nicht im Griff hat. Der Dschihadismus ist eine globale Bedrohung, ein sogenannter Game Changer international. Es braucht daher international eine enge Zusammenarbeit bei der Terrorismusbekämpfung mit UNO, Frontex, Europol, Interpol. Österreich ist ein Teil der internationalen Allianz gegen die Terrormiliz ISIS. Bei uns Österreichern handelt es sich aber dabei um politische und humanitäre Unterstützung, keine militärische Beteiligung, die ja schon aufgrund der immerwährenden Neutralität nicht möglich ist. Und hier in Österreich muss man den Islamismus unter strenger Beobachtung halten. Das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung muss islamische Hassprediger in Österreich unter Kontrolle halten und notfalls einschreiten können. Und da appelliere ich direkt an Sie, Herr Minister. Dafür braucht es die Unterstützung der Staatsanwaltschaft dringend. Und zur Rückkehr der ausgebildeten Kämpfer ist klar zu sagen, wer unter Verdacht steht, dass er sich einer Terrorgruppe angeschlossen hat, das muss Grund genug sein dafür, dass man ihm die Staatsbürgerschaft entzieht und dass ein Verbot für die Wiedereinreise ausgesprochen wird. Allein der Verdacht muss schon ausreichend sein. Denn es kann nicht die Aufgabe der österreichischen Behörden sein, ein begangenes Verbrechen im Ausland erst nachweisen zu müssen. Ein demokratischer Rechtsstaat darf nicht hinnehmen, dass linke Terrorakte, dass Leute Terrorakte verbreiten. Und daher zusammenfassend, die islamische Glaubensgemeinschaft müssen wir zur Verantwortung rufen.
Wir müssen unsere Kinder und Jugendlichen so sorgfältig erziehen und sie mit einem humanistischen Wertekanon versorgen, dass sie nicht anfällig für radikale Strömungen sind. Wir müssen international intensiv mit Antiterrororganisationen zusammenarbeiten und das bestehende rechtliche Instrumentarium voll ausschöpfen und, wenn nötig, Rechtsgrundlagen überprüfen und verschärfen. Danke. Jessi Lindl vom Team Stronach fordert die islamische Gemeinde auf, stärker Verantwortung zu übernehmen, um extremistische Tendenzen früher bekämpfen zu können.